Eine behalte ich hier noch, ne, in Reserve, falls wir mal viel Energie brauchen. So, Sekunde. Die Drohne, wenn wir die jetzt einfach nur mit der Solarzelle zusammenpacken, die müssen aber eigentlich noch auf die Fließbandfertigung. Ah, siehst du, der hat irgendwas anderes gemacht, weil ich es falsch sortiert habe wahrscheinlich. Der hat irgendwie Elektronik daraus gemacht. Sollte gar nicht. Aber da habe ich mich wahrscheinlich einfach verzählt oder die falschen Teile reingegeben. Und dann zack, macht er irgendwas anderes, was wir gar nicht haben wollten. So, Energie, ja, wird knapp. Kriegen wir, glaube ich, hin. So, hier ist die nächste Mark 2B. Warte kurz. 2B. Ich probiere mal ganz kurz, was macht die? Ach ja, nee, sorry, ich weiß, was die macht. Natürlich macht die das, was die hier drüben die ganze Zeit machen. Da. Okay, haben wir noch andere Waffen? Gar nicht, ne? Wir müssten uns noch mehr Packs kaufen und die, also die unbekannten Karten noch freischalten, denn wir haben im Moment nur diesen komischen Blaster und das war's. Plus die zwei Waffen, die wir mal gefunden haben. Das ist nicht so das Wahre. Mit einem Blaster. Mit einem Bolter bewaffnet. Den haben wir aber gefunden und nicht selber gecraftet. Hm. So, du kannst mal kurz da übernehmen. Dann kann die hier gleich raus. Zack. Die müssen wir dann nämlich auch noch upgraden. Die nächste. Oh, und es ist schon wieder soweit. Und das war knapp mit dem Essen. Mhm. So, Energie ist natürlich niedrig, wissen wir ja. So. Okay, was will ich als nächstes tun? Ich würde noch ein paar Packs kaufen, gucken, ob wir noch hier aus diesen Packs die letzten unbekannten Karten rauskriegen. Denn vielleicht sind da irgendwelche Dinge dabei. Wir können ja erstmal mit dem Rover anfangen, den hatten wir zuerst. Da vermute ich so ein bisschen, dass es eigentlich der, die harmloseste Karte ist zum Erkunden. Hier könnten wir theoretisch noch die Klingen draufsetzen. Oh, beziehungsweise die eine kann auch ruhig weiter Solarzellen verbrauchen. Wir haben unsere Megazelle auch benutzt, sehe ich gerade. So. Zack, zack. Sehr gut. Wir sammeln wieder Stuff ein zum Verwursten. So, davon lege ich mir mal ein paar beiseite, falls wir sie brauchen. Da ist die nächste Drohne fertig. Dann kommt hier die letzte. Dann haben wir sie alle, glaube ich, auf Stufe 2. Wollte ich noch mal gucken, das Klingendrohnen-Kit. Okay, doch, es waren zwei Klingendrohnen drin. Das ist eigentlich ganz cool, denn die können bestimmt ganz gut kämpfen. Davon könnten wir jetzt auch noch mal zwei, drei machen. Dürfen nur nicht mit der Versorgung hier hinterherhängen. Das wäre nicht so gut. Huch, was ist das? Eine getrocknete Rose, aha. Ich frage mich, was die grünen Karten sind. Darf man die einfach so verkaufen? Ich traue mich nicht, weil die sind ja sehr selten. Warum würde jemand Rosen auf einem Weltraumfelsen aufbewahren? Allerdings steht ja nicht, dass die irgendwas können, außer dass sie 25 Gold geben, was, also Credits geben, was natürlich sehr viel ist. Hm. Ich denke, wenn ich doppelt habe, dann würde ich die definitiv verkaufen. Aber jetzt habe ich noch ein bisschen Angst, dass ich was Wertvolles aus der Hand gebe, was ich brauchen könnte. Gut, die Drohnen sind fertig. Alle die gleichen, ne? Klingendrohnen. Stahlelektronik-Energiezelle. Stahlelektronik-Energiezelle. Zack. Machen wir zwei. Okay. Oh Gott, was ist das jetzt wieder? Ein SOS-Signal. Ach du Schande. Das Notsignal kommt von einem trockenen Planeten in der Nähe.
das ist eine gute Idee. Ich habe gerade erst alles nachgezüchtet und nachgebaut. Allerdings haben wir nur 105 Ticks, das ist ziemlich wenig. Das heißt, wenn wir die letzten beiden Drohnen hier noch mitschicken, könnte ich 2 Astronauten und 4 Drohnen hinschicken oder so. Wahrscheinlich ist es auch wieder zu wenig. Egal, wir können es versuchen. Wenn uns noch ein paar wegsterben, dann kommen wir mit der Energie wenigstens klar. So, du kannst sie mal im Haus packen. Deine neuen Kollegen. So, du gehst mit, du gehst mit, du gehst mit, du gehst mit. Ich will jetzt nicht den verbraten, den ich gerade mühsam hochgelevelt habe. Geschicklichkeit 7, der war das nämlich. Die beiden gehen mit. Ich hoffe, das reicht irgendwie. Es muss irgendwie reichen. Du kannst hier schon mal weiterarbeiten, während die Kollegen unterwegs sind. Die Katze muss hier bleiben. Da hätte ich zu viel. Das geht nicht. Die muss bleiben. Außerdem ist es ja ein Notsignal. Das ist ja jetzt eigentlich entweder it's a trap oder oder es ist berechtigt, ne? Ein Hilferuf. Wer weiß. Aber wahrscheinlich it's a trap. So, ich bin gespannt. Okay. Kaktus. Das Team ist da. Der der Wüstenplanet. Okay, wir können Kakteen mitnehmen. Ein Holokristall, ein Priss. Wer ist das? Und ein Campingzelt. Können wir das einfach alles mitnehmen? Was ist hier los? Hallo? Tut der uns was? Nö, ne? Kann ich das einfach verkaufen? Was mache ich hier? Können wir den abbauen? Ah, wir können den abbauen. Guck mal. Schicke ich mal alles überall hin, um alles abzubauen und mitzunehmen. Den Holokristall hätte ich auch gerne. Oh Gott, das Imperium kommt näher. Hi, mein Name ist Priss. Ich brauche deinen Schutz vor den kaiserlichen Mächten. Wird sich mit einer Zugangskarte zum Bazar revanchieren. Hol dir die Zugangskarte aus meinem Zelt. Oh je. Ich hol mir die mal. Er hat 150% Arbeitsgeschwindigkeit. Sehr gut. Ein seelenloser Androide-Modell. Wadowski? Was? Angetrieben von einem subatomaren Generator. Cool, wir haben unseren ersten Androiden gefunden. So, die Drohne kann keinen Kaktus abbauen, oder wie sehe ich das hier? Die Klingendrohne kann das nicht. Okay. Dann müssen die wieder weg. Der Weltraumbazar. Juhu. Zugangskarte. Und hier noch ein Booster-Pack. Boss-Booster-Pack. Ich habe ein bisschen Angst. Ich würde den Kristall gerne mitnehmen. Muss ich dem jetzt noch Hilfe anbieten oder kriegen wir die automatisch? Ach, okay. Das ist die Aufzeichnung. Mhm. So, ganz kurz. Hier laufen die Ticks wahrscheinlich auch runter, ne? Ich habe Angst, was das Booster-Pack angeht. So, aus dem Kaktus kommt Biomasse. Das hätten wir uns denken können. Es war cool, dass wir hier jetzt einfach weiterspielen können. Natürlich haben wir... Ah, wir hätten noch Energie mitnehmen müssen. Dammit. Okay. Sekunde, das haben wir gleich. 84 Ticks, wir müssen da gleich hin. Können wir ihn mitnehmen? Ich weiß nicht mal, ob wir das hier irgendwie mitnehmen können. Wir könnten es theoretisch verkaufen. Aber guck mal hier, das ist komplett separat, ne? Wir haben hier separate Energie, separate Credits, separate Karten. Ich glaube, wir müssen mal den Booster öffnen. Das war keine gute Idee. Das war gar keine gute Idee. Ich wollte eigentlich ganz schnell dahin. Können wir schnell abhauen? Priss, kommst mit? Wir hauen einfach schnell ab. Hier, die Credits nehmen wir auch mit. Können wir uns was Schönes kaufen? Kriegsbot. Feindliche NPC-Karte. Ja, nein. Oha, was zum Teufel? Was zum Teufel ist denn hier los? Oh Gott. Der Weltraumbazar. Was haben wir denn hier? Drohne. Mark 3. 3B, 3A, 4.
2C, Drohnenhändler, NPC-Karte. Arbeitsbot, ach du Schande, Zellen, Planetensimulation. Ein extrem detaillierter Simulator eines niedlichen kleinen Planeten. Sieh mal, winzige Menschen sind dabei, das Weltraumforschungsprogramm zu starten. Ja, die NASA in den Kinderschuhen oder was? Fusionskern, das Sternenportal, ach du Schande. Was ist das alles? Ein Kraftwerk. Eine unendliche, aber langsame Anzahl von Energiezellen. Okay. Und hier haben wir noch Waffen ohne Ende und wir haben überhaupt nicht genug Geld. Wir haben 4 Credits, das ist ja ein Witz. Können wir den einfach mitnehmen? Nee, ne? Kampfbot. Plasmasäbel. Grüner Plasmasäbel. Purpler Plasmasäbel. Ja, Purpler ist keine Farbe im Deutschen. Es tut mir leid. Gatling Laser, eine ausgezeichnete schwere Waffe. Sie erfordert eine gewisse Kraft und Geschicklichkeit. Ich habe viel zu wenig Stuff zum Verkaufen. Aber das Gute ist, wir können hier jetzt immer hin und her zum SOS-Signal, zum Weltraumbasar, zur Startseite zurück. Ich hoffe, wir nehmen alle mit zur Start. Oh, wie cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir kriegen dann einfach die Karte zum Rübergehen und können alles wieder einsammeln, was wir jetzt haben, was wir gekauft haben oder jeden, den wir mitgenommen haben, nämlich unseren lieben Pris. Wie geil! Und dann können wir einfach los. Ist das cool? Jetzt müssen wir da drüben erstmal für ein bisschen Energie sorgen. Wir können also mit einer ganzen Haufen Credits hierher kommen und uns einfach Sachen einkaufen. Das gefällt mir mega gut. Das Spiel, ne? Und generell auch Stacklands einfach so dermaßen underrated. So, ich muss mal kurz gucken. Die haben beide auf die Schnauze bekommen. Das Pris, dem geht's gut. Den haben wir mitgenommen. Freut mich. Da ist schon wieder jemand am Arbeiten. Das freut mich ebenfalls. Eine Multizelle. Yeah. Jetzt müssen wir natürlich gut darauf achten, dass wir immer genug Energie für alle haben. Wieder einen Maul mehr zu stopfen. Du kannst mal kurz aufhören. Der Rover hat... Oh, der Rover hat keine unbekannten Karten mehr. Wir haben alles aufgedeckt. Das SOS-Signal war das letzte, was uns noch gefehlt hat. Ich pack den mal hier oben hin, dann wissen wir, dass der fertig ist. Hier sind jeweils noch 3 Karten. Alles klar. Und wir haben Hightech auch immer noch nicht gekauft. So viel zu tun. So viel zu tun. Wir bauen hier erstmal den ganzen Stuff ab, damit diese dunklen Karten hier langsam wegkommen. Okay, krass. Energiezelle sieht gut aus. Kartenlimit wird knapp. Wir bräuchten vielleicht ein neues Lagersilo. Wir haben sehr viel mitgebracht und wir haben hier auch viel gehortet und angesammelt. Und wir haben keinen... Ah, verdammt. Wie kriegen wir das nochmal? Lass mich gucken. Hat man das denn nicht auch irgendwo mit dabei? Wenn das Space Shuttle haben wir, haben wir, haben wir. Mist, das war doch so selten, ne? Ich weiß nicht mehr, wo wir das herkriegen können. Ich glaube, hier war es irgendwo mit dabei. Ne? Das ist das Computronium. Mist, Mist, Mist. Ich war mir nicht sicher, ob man das craften kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier war es nicht mit dabei, ne? Na gut, wir versuchen noch ein bisschen was zu vercraften, damit wir weniger Karten bekommen, so kurz vor dem nächsten Tag. Oh, und wir können einen Bohrer erstellen. Das können wir kurz machen. 3-mal Stahl, ein Nanokarbon, eine Energiezelle und einen Astronauten oder eben unseren neuen Mitarbeiter. Nice. So, was können wir denn noch machen? Elektronik haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Helium haben wir sehr viel, das ist gut. Essen haben wir auch. Wir machen einfach noch 1-2 Kisten. Das war ein bisschen ineffizient, aber da wir dieses Unobtanium gerade nicht haben, Unobtanium, brauchen wir eine Lagerkiste. So, du machst noch eine und du machst noch eine. Ich hoffe, die kriegen das noch schnell fertig. So. Vielleicht sollten wir den hier auch mal kurz davon abziehen, damit er nicht noch mehr Karten erzeugt. Das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv sonst. Genauso wie
Der hier. Oh Gott, schon wieder weiter rausgesucht. Schon. Langsam wird es schwer zu lesen. Muss man die Karten schon kennen, um zu wissen, welche welche ist. So, Drohne, Astronaut, Energiezelle. Können wir zu ein paar Multizellen werden lassen? Der Pris arbeitet gerade noch an irgendwas, was ich ihm gegeben habe. Nicht. Was wollte ich den machen lassen? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben wieder Platz für die Karten. Alles gut. Ach, den Bohrer sollte er machen. Vielleicht kann er das nicht. Eine Energiezelle und ein Astronaut. Dann machen wir es so. So, ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass man diese Karten einfach verkaufen kann. Zumindest stand hier irgendwo... Kuipergürtel. Kuiper? Ich weiß es immer noch nicht. Dass man den da regelmäßig rauskriegen kann. Also gehe ich jetzt einfach mal ganz naiv davon aus, dass man den einfach verkaufen kann. Zack, zack. Und wir haben 72 Credits. Holy moly. Okay, ich kaufe die Karten, glaube ich, aber erst hier, ne? Beim nächsten Tag. Ich habe wieder eine Megazelle gemacht. Energiezelle. So, der arbeitet noch. Für den Bohrer. Tada! Der Bohrer. Verarbeitete Materialien. Das klingt gut. Da können wir eigentlich, können wir Pris dahin schicken? Nice. Sehr gut. Wir brauchen noch einen Androiden. So eine ganze Armee aus Mitarbeitern. Sehr gut. Ich würde die Drohnen gerne noch verbessern. Wie kann ich das tun? Wir können bisher nur Mark 1 und Mark 2B machen. Das ist noch nicht sehr viel. Und die kleinen Klingendrohnen, die sehr schnell kaputt gehen, wie wir vorhin gemerkt haben. Oh, warte, nee, die haben wir vergessen, oder? Sekunde. Haben wir die vergessen? Ich bin mir nicht sicher. Haben wir die beim SOS-Signal gelassen? Ich dachte, ich hätte alle mitgenommen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, Shuttle. Das machen wir mal als nächstes. In der Hoffnung, die letzten drei Karten zu kriegen, die wir noch nicht gesammelt haben. Und diesen ganzen Stuff müssen wir abarbeiten. Das geht so nicht. Viel zu viel. So, die können wir nochmal kurz stacken. Da können wir auch mal so ein bisschen Karten sparen. Nicht, dass wir es unbedingt brauchen, aber... Multizelle. Megazelle, alles klar. Zack, es geht schon wieder viel zu schnell. So, noch eine... Noch eine Multizelle, ja. Die Megazelle lasse ich hier unten, so ein bisschen zur Reserve. Stahl. Ach, der hat jetzt aus dem Bohrer, holt er das raus. Cool. Nice. Oh Gott. Käferhöhlen. Unterirdischer Gang zu den Käferhöhlen. Das ist nicht gesund, oder? Das klingt nicht gesund. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Ich will gerne rein, damit die dann hier oben immer zur Auswahl steht. Ich meine, man muss sie dafür einmal besucht haben. Es würde Sinn machen. Wir können ja mal... Käferhöhlen. Kann ich das Level erkennen? Null. Wenn das überhaupt das Level ist. Ich weiß es nicht. Die Käfer gingen eigentlich, ne? Die waren jetzt nicht so schwer. Kann man einfach mal ein paar Astronauten hinsetzen. Einen müssen wir hier behalten zum Klonen. Ein, zwei Drohnen sollten wir hier behalten. Können uns noch ein bisschen was zu essen mit einpacken. Nicht, dass wir da drüben gleich... So, da ist noch ein bisschen Helium rausgekommen. Das ist sehr nice. Der Bohrer ist cool. Das, dann können wir uns diesen ganzen Quatsch hier sparen. Aber... Den müssen wir natürlich erstmal verbraten, um so ein bisschen die Karten loszuwerden. Ich hoffe, das ist keine schlechte Idee. So, erstmal essen. Neuer Tag beginnt. Eine Geschicklichkeitstrainingsstation. Was? 4 Nanokarbon. Das lasse ich nochmal kurz hier in Auftrag geben. 4 Nanokarbon, Elektronik und einen Astronauten. So, der Rest geht zu den Käferhöhlen. Ich hoffe, sie überleben es. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte eine doofe Idee sein. Wir werden sehen.